Lasst mich mal wieder ein paar Pakete öffnen, Freunde. Oh ja, Booster Packs. Ein paar wurden mir geschickt. Ein paar erspielt. Dies und das. Ihr seht's ja. Nicht lang schnacken, Koppelnacken, ne? Phantomkräfte, Booster Packs. Wir brauchen weitere EEX-Pokémon, um weitere Decks zu erstellen. Ja. Irgendwann das ultimative Deck. Wir stehen kurz davor. Ich sehe das halt, ne? Ich sehe das halt hier schon mit Iguana. Geht es gut los? Das ist fast schon ultimativ. Skelebar! Haben wir in einer anderen Version. Okay. More. More, please. Ja, wir brauchen jetzt... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was wir brauchen. Wir brauchen aber den Shit. Das ist einfach so. Wir brauchen den Shit. Diancy. Das glaube ich auch nicht so... Feendecks, ne? Feendecks gelten ja auch als nicht so schlecht. Ein Spezialhammer hier. Kann man auch nicht meckern. Doppelfarblos-Energie. Munkelt man, habe ich schon so ein bisschen was von. Okay, Protoshock. In der Regel haben wir ja immer mindestens eine EX-Pokémon pro Part. Das ist ja so... Kyogre's Geistesbund. Alles klar. Alter, hier Tentara in... Ich bin mittlerweile so verwirrt wegen des Full Arts und Half Arts Gedöns, ne? So verwirrt, aber das gefällt mir grundsätzlich. Und... Mega Gardevoir EX. Yes! Das ist nice. Das ist ziemlich nice. Haben wir auch noch nicht. Von daher... Da haben wir auch schon das erste EX-Pokémon gezogen, ne? Damit hat es sich schon gelohnt. Wir haben unser Ziel für den Part. Haben wir hier Flamly. Ist eigentlich Full Art, ne? Hier ist ja auch gezeichnet. Das muss Full Art sein. Ist einfach so. Und ein Full Art Mac-Cargo. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ist jetzt wieder kein Pokémon, mit dem man unbedingt was anfangen kann. Wobei ich glaube, ich habe eigentlich genügend Sachen, um ein Feuerdeck zu erstellen. Sonderbonbon ist eigentlich auch ein ziemlich gutes Item. Ich habe eigentlich genügend, um... Müsste man mal schauen. Tangolos. Ja, bla bla, weiter. Weiter. Gut. Ja, so ein Feuerdeck. Ein Feuerdeck würde mich auch grundsätzlich interessieren. Nochmal Full Art, Flamly. Sitzen wir schon. Tentoxa in... Keine Ahnung, scheinbar selten, aber... Macht jetzt nichts her, ne? Macht jetzt gar nichts her. Oh, jetzt bin ich im Shop gelandet. Unangenehm. Unangenehm. Wir könnten auch hier noch was kaufen, eigentlich. Aber brauchen wir nicht. Wir haben noch ein bisschen. Ich spare lieber, ne? Lass uns sparen. Lass uns ja lieber das Flammenmeer öffnen und sparen. Das ist immer das Beste, wenn man das Pack noch so selber öffnen kann, ne? Das ist immer das Coolste. Mit Abstand. Actillas. In Glitzern, okay. Ein Wasserdeck wäre vielleicht auch mal eine Idee. Tanatora. Felsenquetscher 80. Wenn ich Spezialenergien hätte dafür, ne? Wäre ja wahrscheinlich ziemlich cool. Mal gucken. Ich meine, ich habe ja grundsätzlich ein Kampfdeck. Aber da kann man noch eine Menge rausholen, würde ich mal so behaupten. Florges in Glitzer, alles klar. Und Zwirrfinst. Ist der vielleicht fürs Psychodeck geeignet? Beliebig oft während eines Zuges vor deinem Angriff kannst du eine Schadensmarke von einem deiner Pokémon auf dieses Pokémon verschieben. Also sagen wir mal, jemand hat 60 Schaden genommen. Und das würde ihn in der nächsten Runde killen und deswegen könnte ich nicht gewinnen, ne? Dann könnte ich das auf Zwirrfinst verschieben. Das ist grundsätzlich eine Idee. Vielleicht was fürs Deck. Bin ich mir unschlüssig. Wie immer. Als ob ich mir jeweils irgendwie schlüssig war. Serpifeu in Glitzern, okay. Mega Ordoch EX. Ich weiß nicht, ob ich die Vorentwicklung habe. Aber wir haben ein weiteres Mega-EX-Pokémon. Das ist sehr nice. Zwei EX-Pokémon in diesem Video bisher. Ne? Zweimal Mega-EX. Rukara. Haben wir in ausreichendem Maße. Ist gut. Knogger. Glitzert. Der glitzert gar nicht, oder? Ich würde jetzt sagen, der glitzert nicht. Und der Turbo. Lugia Turbo. Habe ich aber schon. Habe ich jetzt doppelt, oder? Lugia, ja, scheinbar. Hier ist keine einzige neue Karte bei. Lugia Turbo, aber trotzdem. Zwei EX-Pokémon und eine Turbo-Karte. Geil.
Hier auch wieder fast nichts Neues, ne? Ich habe endlich ein Fossil! Ich glaube, das ist das erste Fossil, das ich habe. Altaris Geistesbund. Und Rotom. In Retro-Zeichenstil. Nennen wir es ein Retro-Zeichenstil? Könnte man das so machen? Denk schon. Denk schon. Ja! Eine geile Spezialkampfenergie. Fürs Kampfdeck? Nice. Sehr, sehr nice. Da freue ich mich. Muterpel in Glitzern. Schön. Und das gleiche Rotom nochmal. Yay! So viel Glück. Zweimal das gleiche Rotom hintereinander als seltene Karte. Scheint sehr selten zu sein. Ja, auch einfach nichts, ne? Nichts Neues. Bis auf hier das Langzeitgedächtnis. Alle Zellen brennen. Lege 3 in dieses Pokémon angelegte Energien auf deinen Ablagestapel. Mm. Lucario, auch in einer anderen Version. In der 5000. Version. Hatten wir aber sogar schon. Hatten wir sogar schon. Daher auch nicht so geil, aber hey. Können wir alles öffnen in dem Video? Ich glaube schon. Ja, aber da merke ich halt auch, dass ich immer länger brauche, um tatsächlich genügend Packs zu haben, um so ein Part hier zu machen. Rabigator. Das ist auch das Nichts. Das ist nichts. Oder? Wir haben... Ja, wir haben noch 6 Pakete. Reicht fürs Video? Aber ihr seht... Ja gut, ich mache auch mittlerweile schneller auf, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Aber das Ding ist halt auch, die meisten, ihr seht es ja, hier ist einfach nichts neu. Ah, eine Spezialenergie. Pokémon gelegt, Energie, das Pokémon des Kardings hat keine Schwäche. Ja, ist okay. Hier wieder ein Full Art. Aber hatten wir halt auch schon. Kyurem EX. Na, guck mal hier, es geht doch, es geht doch. In Full Art. Oder keine Ahnung. dieser Angriff führt jedem Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Also auch die auf der Bank, ne? Auch die auf der Bank. Und Eiskalibur, lege eine dieses Pokémon angelegte Energie auf deinen Ablagestapel des verteidigenden Pokémon, dann während des Zuges deines Gegners nicht angreifen. Für ein Wasserdeck ganz interessant, auf jeden Fall. Da habe ich Interesse. 3 EX-Pokémon, eine Turbokarte. Hier schon wieder eher. Gefahrenergie. Mhm. Und ein Regieis. Regieis? Keine Ahnung, Regieis. Der ist auch nicht schlecht gegen EX-Pokémon auf jeden Fall. Ist der sehr zu gebrauchen. Von daher wäre auch für mein Wasserdeck durchaus zu gebrauchen. Wollen wir den Glitzern? Den könnte man austauschen. Metagross! Ein Stahldeck ist halt auch so eine Sache, die man anstreben sollte. Wurde mir so gesagt. Und daher... Metagross auf jeden Fall nicht schlecht. Haben wir aber leider auch... Also, was heißt leider? Haben wir 2 davon. Pantibos! Yay! Generell hier auch wieder nur eine einzige neue Karte. Ja, da merkt man halt... Ich habe halt auch schon sehr viele Karten, ne? Ich habe halt auch echt, echt viele Karten mittlerweile. Das ist der Wahnsinn. Galagladi! In einer anderen Version Vorhersage. Einmal während deines Zuges von einem kannst du die obersten 5 Karten des Decks anschauen. Sie in beliebiger Reihenfolge zurück auf dein Deck legen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Wenn du während dieses Zuges eine Unterstützerkarte von deiner Hand gespielt hast, fügt diese Angriff 70 weitere Schadenspunkte zu. Das ist auch nicht schlecht. Aber das normale Galagladi ist eigentlich fast noch besser, oder? Würde ich fast sagen. Gelatino. Ist halt die Weiterentwicklung von ihm. Alles klar. Alles klar, habe ich nichts gegen. So, das letzte Pack. Kommt da nochmal ein Knaller raus, oder? Ein Wablo. Das neue Karte in Igamaro. Und? Was hakt wie? Mhm. Ja, gut. Das waren die letzten 3 Pakete. Damit war es das wieder für dieses Unboxing. Im nächsten Unboxing sehen wir dann, wenn ich wieder Karten habe, ne? Ist halt so das Ding. Muss ich ein bisschen mehr spielen. Vielleicht streame ich mal wieder Pokémon-Sammelkartenspiel, um mir ein paar Karten leisten zu können. Alles klar, Leute. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.